Hallo zusammen, ihr habt es euch gewünscht und hier ist ein weiteres Low-Poly-Blender-Tutorial-Video von mir. Und zwar haben wir in einem unserer Parts diese wunderschönen Stylized-Autos hier erstellt und das Ganze möchte ich heute fortführen mit euch und wir werden Stylized-Flugzeuge zusammen in Blender machen. Viel Spaß beim Nachmachen. Vorab möchte ich euch sagen, dass ich euch die Screencast-Keys hier angemacht habe. Das heißt, ihr könnt hier unten links in der Ecke sehen, was ich so auf meiner Tastatur drücke oder welche Maustaste ich betätige. Wir fangen an, einen Cube hier zu adden. Wir haben ja unsere Empty Scene hier. Und das erste, was wir wieder machen, ist ungefähr wie bei dem Auto. Und zwar werden wir uns das Ganze jetzt erstmal in sogar fast die gleiche Form bringen. Also scaled euch das Ganze mal ein bisschen rein. Ich werde jetzt natürlich nicht die Tasten erklären, weil die auch unten links stehen, was ich mit Scalen meine. Aber ich kann es natürlich sagen, es ist die S-Taste zum Scalen. Dann werden wir uns das Ganze hier ein Stückchen hoch bewegen, dass wir das auch wirklich schön auf der Fläche haben. Jetzt werden wir uns hier zwei Loop Cuts reinmachen mit Steuerung R und dann einmal das Mausrad einmal nur ein bisschen betätigen, dass ihr zwei bekommt. Die bewegen wir ein Stückchen nach hinten, ungefähr wie beim Auto. Solltet ihr dieses Video nicht gesehen haben, schaut da unbedingt mal rein. Dann packen wir uns das obere Face und extruden das einmal mit E. Das bewegen wir uns einfach ein Stückchen nach oben. Wie gesagt, es sieht fast aus wie bei unserem Auto. Hier noch einen Loop Cut in die Mitte, dann schnappen wir uns das untere, bewegen das ein Stückchen nach vorne. Oder ist es besser eigentlich, wenn wir gleich beide packen und ein Stückchen nach vorne bewegen und dann den noch ein Stückchen, dass wir so eine leichte Schräge halt haben. Und wie gesagt, man merkt schon extrem, es ähnelt schon ein bisschen dem Auto. Also wer gerne das Auto machen möchte, sollte jetzt einfach rübergehen. Wir werden hier jetzt aber eine Änderung vornehmen, nämlich an dem hinteren Teil. Und zwar werde ich mir das jetzt mal, ich überlege gerade, wie ich das am klügsten mache. Ich glaube, ich move mir das doch ein bisschen raus und hau mir hier einen Loop Cut mit Steuerung R rein. Und dann packen wir uns hier die hintere Seite und scannen die einmal auf der X-Achse. Dass wir hier so ungefähr diese leichte Schräge, wie bei einem Boot ungefähr. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich das definieren kann. Oder wie das Teil überhaupt bei dem Flugzeug heißt. Aber so sieht das schon ganz gut aus. Dann können wir das hier auch nochmal rausmoven, dass wir hier ungefähr auch so eine Seite bekommen. Und dann den unteren wieder, also auch so eine leichte Schräge. Das sieht jetzt hier ein bisschen blöd aus. Ich mache nochmal zurück. Move mir das nur ein Stückchen, glaube ich, raus. Ja, nicht ganz eine Schräge. So eine leichte Wölbung. Lasst mich mal ein bisschen versuchen. Ihr könnt ja auch wieder ein bisschen rumprobieren. So lange, bis es euch ungefähr gefällt. Aber eigentlich bin ich jetzt schon recht zufrieden. Ich scale das hier noch ein Stückchen raus, aber das werden wir sowieso gleich reinscalen. So sieht das eigentlich schon recht okay aus. Wie gesagt, das Shading wird sowieso dann noch angepasst dadurch. Gut, dann packen wir uns jetzt diese Vertices hier. Oder ich würde sagen, wir nehmen mal das Face. Und ich kann da nochmal versuchen. Wir müssen nochmal gucken, wenn ich das alles reinscale, sieht das natürlich jetzt blöd aus. Deswegen werden wir uns nur das hier erstmal packen und das erstmal reinscalen, komplett. Und quasi unser Hinterteil vom Flugzeug jetzt machen, also diesen, na, Träger ist es nicht. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, also ich bin jetzt kein Pilot oder so. Dann packen wir uns die oberen beiden hier und moven die einmal nach unten. Aber nur so ein kleines Stückchen, weil jetzt packen wir uns die untere Seite und moven die hoch. Aber hier ist es auch am klügsten, wenn wir nur die Seiten hier nehmen, dass wir ungefähr diese Schräge bekommen. Unten, ungefähr so. Also nicht das ganze Face, sondern euch einfach hier die Edges packt. Und dann scale ich das Face hier einmal rein und dann extrude ich das Ganze einmal und scale es sofort wieder rein. Aber nur auf der X-Achse am besten. Und dann sieht das schon recht schnieke aus. Allerdings finde ich es hier vorne noch etwas zu kantig. Deswegen wähle ich hier mal alle Edges aus mit gedrückter Alt-Taste. So habe ich gleich alle ausgewählt. Und scale mir das so ein bisschen noch raus auf der X-Achse. Dann mache ich hier mit Steuerung R einen weiteren Loop-Cut. Den bringen wir uns mal hier nach vorne. Und hier werden wir das Ganze jetzt raus extruden, das Face. Und zwar nur auf der X-Achse. Ungefähr müssen wir mal versuchen mit Point. Ah, das war zu viel. Point 1 vielleicht.
X und dann Point 1. Ja, das ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu wenig. Ich mache nochmal Point 2 drauf. Also Point 3, 1 plus 2 sind 3. Also müssen wir hier auch Point 3 machen. Oh, das war jetzt die falsche Seite. Hier müssen wir natürlich minus Point 3. So, und wenn wir das haben, dann können wir uns einmal hier alles in Ausrichtung so ein bisschen bringen. Ich glaube, ich hau mir auf beiden Seiten noch einen Loopcut rein hier mit Steuerung R. Also hier auf beiden Seiten einmal Steuerung R. Dann gehen wir in den Face oder in den Edge Mode lieber und wählen uns die äußeren Edges hier aus und bewegen uns die einfach ein Stückchen nach unten. Dasselbe machen wir hier unten, nur dass wir hier nach oben bewegen. Dann haben wir diese wunderschöne Wölbung hier drin. Dasselbe brauchen wir natürlich auch für die Seite hier vorne. Deswegen am klügsten ist, wenn wir uns alle drei Faces erstmal packen. Stückchen raus, dann nur das in der Mitte, Stückchen raus. Perfekt. Um das Ganze hier nicht so abgeflacht zu haben, wähle ich diese Edges hier jetzt auch nochmal aus und bewege mir die auch ein Stück raus. Dann habe ich hier vorne auch noch eine kleine Wölbung drin. Dann können wir uns das obere Face einmal packen und hier das Ganze einmal extruden und dann nur so ein Stückchen rausbewegen. Ich gehe mal in den Side Mode mit der Taste 3 und bewege mir das ein Stückchen und rotiere das jetzt. Dann bewege ich mir das hoch. Und das sieht eigentlich schon sehr gut aus für den ersten Versuch. Manchmal will das nicht immer so, wie ich möchte. Ich extrude mir das Ganze noch einmal, bewege das ein Stückchen nach hinten und scale das rein, sodass ich so dieses kleine Segel habe. Ich glaube, Segel heißt es auch beim Flugzeug, ja. Bevor wir jetzt allerdings zusammen gemeinsam die Vorderseite anfangen, würde ich sagen, machen wir die Fenster zuerst. Und zwar packen wir hier einmal unsere Faces, drücken X und drücken Dissolve Faces, um daraus ein Face zu machen. Dann drücken wir die Taste I und scalen das Ganze quasi ein bisschen rein. Also nicht scalen, sondern ihr müsst einfach nur I drücken. Hier allerdings müsst ihr I drücken und die Steuerung-Taste gedrückt halten. Ich zeige euch das jetzt aber noch einmal. Einmal hier wieder Dissolven. Dann drücken wir die Taste I, bewegen einfach nur die Maus ein Stückchen rein. Dann drücken wir die linke Maustaste und dann drücken wir I erneut und dann mit gedrückter Steuerung-Taste die Maus bewegen. Dann bewegt sich das Face nach innen, also die Insert-Function. Dasselbe machen wir natürlich diesmal auf der anderen Seite, nicht so wie beim Auto, bevor ich da wieder Mecker von euch bekomme. Und dann wieder mit gedrückter Steuerung-Taste nach innen bewegen. So sieht das echt schön aus, gefällt mir mega gut. Jetzt würde ich sagen, machen wir die Vorderseite des Flugzeuges. Und zwar wählen wir hier einmal das Face vorne aus und scalen das auf der X-Achse ein bisschen rein. Dann auf der Z habe ich jetzt auch ein bisschen, aber ich würde sagen, wir nehmen die Edge hier oben. Aber bevor wir das machen, mache ich mir hier einen Loopcut rein und dann wähle ich hier die Edge vorne aus und move die so ein bisschen nach unten, dass wir wie so eine kleine Motorhaube ungefähr bekommen. Wie gesagt, wieder so eine kleine Wölbung. Und dann wähle ich die beiden Edges nochmal aus und scale die mir noch einen Ticken raus, dass die Wölbung einfach ein bisschen schöner ist und das Ganze nicht so abgeflacht, wie ich immer so schön sage, aussieht. Jetzt können wir mit den Lichtern weitermachen. Das machen wir wie bei den Autos, indem wir hier einen neuen Cube adden, den reinscalen. Und dann müsst ihr hier einfach mal ein bisschen rumspielen. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen, einfach mal so ein bisschen random. Ich gebe dir auch direkt eine Color hier, die nenne ich mal Matt Lamp. Ach, wir können hier übrigens mal in den Cycles Render gehen. Bewege mir die Lampe nach vorne und so ein Ticken nach außen wieder. Ungefähr so. Sieht das schon recht gut aus. Vielleicht ein Ticken rein. Bei den Autos hatten wir sie, glaube ich, abstehend. Aber ich wähle mir jetzt erstmal so ein schönes Gelb hier aus. Oh, ich würde sagen Volltreffer, das sieht schon sehr gut aus. Scannen wir das, glaube ich, noch ein Ticken nach unten, also auf der Z-Achse, auf der X-Achse. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das Ganze überlappen wollen. Aber ich duplicate mir das Ganze jetzt und bringe mir das erstmal auf die linke Seite. Und dann kann ich gleich mal schauen, wie das Ganze aussieht. Ah, ein bisschen zu klein, ehrlich gesagt, glaube ich. Ich lösche den zweiten nochmal, scale den nochmal ein bisschen raus, dass er ein bisschen größer wird. Und lasse den doch abstehen. Ich glaube, das hatten wir beim Auto auch. Nochmal Shift-D, um zu duplicaten, auf die andere Seite bewegen. Und das sieht schon viel, viel besser aus. Ja, das gefällt mir so. Jetzt würde ich sagen, machen wir mit dem Flugzeugträger weiter.
Ich werde den jetzt erstmal oberhalb machen, würde ich sagen, also auf dem Flugzeug, ungefähr wie so ein, wie nennt man die, solche Segelflugzeuge oder solche Wasserflugzeuge, ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ich werde, packe mir jetzt erstmal das Face hier und dann werden wir das Ganze einmal am klügsten extruden und einmal nur auf der Y-Achse jetzt hier einmal reinscalen. Also nicht Insert Function nutzen dafür. Bewege mir das so ein Ticken hoch und dann extrude ich das Ganze noch einmal. Und dann packe ich mir hier die Seite und ich würde sagen, hier müssen wir wieder eine schöne Value nehmen, wo ich jetzt mal sagen würde, dass wir 0.8, ja, das sieht gut aus. Nehmen wir erstmal 0.8, damit können wir arbeiten. Auf der anderen Seite natürlich auch E und dann 0.8. Perfekt, gut, dann packen wir uns die Faces hier außen, ups, nicht das, die beiden Außenfaces und scannen das einmal nur auf der Y-Achse, um hier wieder so eine schöne Wölbung zu bekommen. Sieht bis jetzt noch etwas komisch aus. Ich scale mir das Ganze nochmal einen Ticken größer. Auf der X-Achse und vielleicht auch auf der Y-Achse. Vielleicht mache ich hier auch noch einen Loop-Cut rein auf beiden Seiten. Gucken, ob das dann ein bisschen einen schöneren Effekt gibt. Ich move mir die nochmal einen Ticken in die Mitte und dann hier einmal, oh, das war zu viel. Aber machen wir erstmal ganz kurz auf der Y-Achse. Dann packe ich mir die beiden hier. Y-Achse, dass ich so ungefähr in der Mitte ein bisschen breiter habe und dass es dann ein bisschen schmaler wird, je weiter es nach außen geht. Sieht noch ziemlich komisch aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, das werden wir auch noch nach unten bringen. Bevor wir das allerdings machen, würde ich sagen, fangen wir mit diesem Propeller vorne etwas an. Und dafür packen wir uns einfach mal die Lampe hier und machen einmal Shift-D, um das Ganze zu duplikaten. Ich gehe jetzt mal in den Front-Mode, also in die Front-Camera quasi oder Perspektive. Und dann scale ich mir das Ganze rein. Dann scale ich das ein bisschen auf der Y-Achse, dass es ein bisschen länglicher wird. Also so ein bisschen absteht von unserem Flugzeug, der Propeller. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel. Ich benenne mal das Material um, lösche das alte und nenne das einfach mal Matt Plane Propeller. Wir nennen es einfach mal Matt Plane Propeller. So. Farbe mache ich jetzt noch nicht, beziehungsweise werde ich sie wahrscheinlich weiß lassen. So sieht das schon recht okay aus. Jetzt gehe ich in den Face-Mode, drücke STRG R und setze mir einen Loop-Cut hier vorne hin. Dann drücken wir hier einmal E und jetzt müssen wir wieder eine schöne Value uns finden. Wir könnten das einfach rausziehen und reinscalen. Wir möchten aber natürlich, dass es auf allen Seiten gleich lang ist. Deswegen nochmal abbrechen hier. Und jetzt würde ich sagen, das ist auch noch zu viel. Versuchen wir es mal mit E und dann 0.1. Und hier natürlich auch 0.1. Und hier müssen wir natürlich minus Point, hier noch 0.1 und dann hier auch 0.1. Und dann werden wir das Ganze ein bisschen scalen. Müssen wir mal schauen, wie viel. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal S und dann nehmen wir mal 0.6. Das sieht gut aus. Dasselbe machen wir natürlich hier oben. Also 0, upsala, was, ach so, aus Versehen extruded. Entschuldigung, einmal abbrechen. Und dann auf der Y-Achse nur, auf der X-Achse, 6.6, Entschuldigung, jetzt bin ich ganz durcheinander hier schon nach einer Viertelstunde. Dann natürlich hier auch 0.6 und hier unten selbstverständlich, aber auf der X-Achse, na, schon wieder aus Versehen extruded, 0.6. So, jetzt aber wirklich, jetzt haben wir es. Ein bisschen kleine Propeller, aber das können wir leicht beheben. Ich würde sagen, dass wir das Ganze auch nochmal ein Stückchen moven werden. Und zwar packen wir uns einmal erstmal hier das Face. Ich mache erstmal so eine kleine Wölbung rein. Das, was ungefähr wie hinten auch haben. Also alles so leicht gewölbt. Und das Ganze werde ich mir hier ungefähr 0.5. Versuchen wir es mal mit 0.5. Das ist vielleicht zu viel. 0.3. Sieht aus. Sehr gut aus. 0.3. Und natürlich hier unten noch einmal G, also zum Bewegen, drückt ihr die Taste G und dann 0.3. Sehr schön, von der Länge her, Größe her, finde ich es recht in Ordnung. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten.
könnten hier noch ein bisschen, ich schaue nochmal, wie das aussieht, ich wähle mir die nochmal aus, scale mir die auch nochmal ein Stückchen raus und das sieht sehr gut aus, die kleine Wölbung. Und jetzt möchte ich ganz gerne zurück auf unser kleines Trägerproblem zurückkommen, weil das irgendwie ziemlich komisch aussieht. Ich versuche jetzt hier nochmal ein bisschen was zu retten. Ich glaube, ich lasse euch das Ganze jetzt einmal im Schnelldurchlauf durchlaufen, in der Hoffnung, dass ich eventuell hier noch was gerettet bekomme. Nachdem ich jetzt etwas rumprobiert habe, habe ich mich dazu entschlossen, dass wir den Flugzeugträger nach unten machen werden. Deswegen wähle ich hier einmal alle Faces von unserem Träger aus. Die möchte ich natürlich nicht mitnehmen am Fenster hier. Deswegen deselecte ich die noch einmal. Und wenn ich das alles ausgewählt habe, oder ihr, falls ihr das auch machen möchtet, dann werden wir gleich das ganze Ding nach unten moven. Aber um das Ganze ein bisschen leichter zu machen, werden wir jetzt einmal die Taste P drücken und dann drücken wir hier auf Selection. Das bedeutet, dass wir dieses Objekt alleine noch auswählen möchten. Deswegen, wie ihr sehen könnt, kann ich jetzt dieses Objekt einfach auswählen oder mein Flugzeug auswählen. Gut, hier werde ich jetzt noch ein bisschen das Face natürlich wieder füllen. Deswegen wählen wir uns hier einmal alle Edges aus, die wir hier haben und drücken einmal F, um zu filmen. Jetzt sehe ich, hier haben wir noch ein Vertice, der so ein bisschen buggy ist. Die wählen wir auch nochmal aus, die Punkte, und löschen hier die Vertices. Hier könnten wir jetzt auch nochmal filmen, alle Ecken auswählen und Taste F drücken. Perfekt, dann können wir uns das Ganze jetzt nach unten moven. Und hier, oh, das sieht jetzt schon viel, viel besser aus, wie ich finde. Ich werde mir das Ganze nochmal scannen. Der Origin passt nicht so ganz. Einfach mal hier Origin to Geometrie. Und dann scale ich mir das Ganze mal ein bisschen größer noch, dass es ein bisschen schöner aussieht. Vielleicht auf der X-Achse auch noch. Ja, so ein bisschen kleiner sieht echt. Das sah schnucklig gerade. Das sieht ein bisschen schnuckliger aus. Noch ein bisschen ausrichten und moven. Und ich würde sagen, das sieht wunderbar aus. Diesmal werde ich nicht zeigen, wie ich die Materials zuweise, denn ich glaube, das könnt ihr inzwischen. Und ja, so sieht das Ganze aus, wenn man das Ganze noch rendert, ein bisschen mit den Farben rumspielt. Und ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Ein wunderschönes Flugzeug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, auch von dieser Low-Poly-Blender-Reihe, dann schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Auch gerne mit Vorschlägen, was ihr unbedingt sehen möchtet. Vielleicht erweitern wir auch noch unsere Stylized World so etwas. Gut, damit würde ich mich bei euch verabschieden. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.